Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und heute spielen wir wieder mal Forest. Ja, letztes Mal haben wir so einen Turm gebaut, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr so recht. Heute würde ich gerne die Base weiter ausbauen. In irgendeiner Form. Mal, was ist los? Wir haben gar kein Wasser. Wie blöd. Wie blöd haben wir eigentlich noch so ein... Ja, genau, wir bauen uns noch so einen Wasserspender, weil... es kann irgendwie nicht sein, dass wir kein Wasser haben. Ich bin zu weit, glaube ich, ne? Wo war der? Wo ist denn der Wasserspender? War der Grund irgendwo? Ach komm, so lange kann ich da so lange. Aber ich kann nicht mehr sprechen, ne? Also ich bin schon wieder irgendwie total neben der Kappe. So lange kann es doch nicht dauern, wollte ich sagen. Bauen wir ihn einfach hier hin. So, wunderbar. Und dann wollen wir mal Precept einsammeln. Dann nehme ich wieder mal meine supergeile Axt, die hier so ordentlich abgeht. Ta-ta-ta-ta. Okay, genug Stöcke. Dann geht's mal weiter. Sind wo Kannibalen unterwegs? Was? Nichts. Ich kann nicht hochrennen. Lustig. Okay, der sprintet nicht mehr, wenn wir so einen Berg hochgehen. Okay. Ja. Eigentlich wollte ich hier so Türme hinbauen und zwischen den Türmen würde ich gern so ein, wie heißt denn das Teil? Ach, ich öffne wieder falsches Ding. So eine Brücke. Brücke heißt das Ding. Brücke, ja. Wollte ich bauen, auf jeden Fall. Weiß aber noch nicht, wie ich das anstellen soll, um so einen zweiten Turm hier irgendwo aufzustellen. Wäre eigentlich nicht verkehrt. Können wir eigentlich da oben irgendwas hinbauen, dass wir hochklettern können? Das wäre doch mal richtig geil, oder? So ein Teil, wo man so mit dem Seil hochklettern kann. So eine Plattform. Geht das? Ich glaube nicht, ne? Kann nur hier auf dem Baum so eine Plattform machen. Ist auch nicht wirklich hoch. Aber hier auf das Teil geht das nicht, ne? Schade eigentlich. Schade. Sehr schade. Wie mache ich denn das jetzt? Ich glaube, ich gehe erstmal da hoch und von da oben können wir uns dann weiter angucken. So. Ja. Ach doch, guck mal, ein Lizard. Oh, das war jetzt nicht so toll. Nein, komm schon. Es muss doch gehen. Ich bin doch vorhin schon irgendwann mal drauf, also nicht vorhin, sondern im letzten Video schon drauf gehüpft. Ja, jetzt hänge ich hier fest. Oh, fuck. Ja, da müssen wir uns was Besseres überlegen.
Irgendwie geht das nicht so. Nicht so gut. Also gar nicht gut. So. Jetzt bin ich hier oben. Und müssten wir irgendwas bauen? Gucken wir mal. Was es so gibt. Nein, das nicht. Dann nehmen wir uns noch so einen Turm oder so. Gibt es hier sowas? Climbing Rope. Nee, können wir auch nicht dran bauen. Bauen wieder. Effigies sind wir falsch. Plattform. Das ist so eine Plattform irgendwo hin. Eigentlich ist es sinnlos, hier noch eine Plattform hinzubauen, oder? Also ich meine, das ist doch irgendwie dumm. Hätte ich doch. Ich hätte einfach direkt so ein Teil bauen sollen, ne? Mal probieren. Nochmal. Man kann doch mit Sicherheit kann ich nicht. Man kann doch größere Plattformen bauen, nicht? Jetzt trinken wir erstmal einen Schluck, sonst verdursten wir hier. Also ich will so eine breite Plattform. Wie kann ich eine breite Plattform bauen? Geht nicht. Irgendwie funktioniert das nicht so gut. Gerade. So, jetzt versuche ich wieder mit meinem halsbrecherischen Runterkletter Ding runter zu klettern. Hab's auch geschafft. Schon. So. So, noch ein Kanikel. Also, im Moment haben wir noch so gut wie gar nichts geschafft und der Tag ist schon halb vorbei. Irgendwie blöd. Irgendwie blöd. Tada, zwei Kaninchen. Habt euch ganz doll lieb. Viel Spaß da drin. Ja, trotzdem würde ich gerne eine große Plattform bauen. Aber ich weiß noch nicht wie. Ich habe echt noch keinen Plan wie. Was ging doch mit dem Ding oder nicht? Also so wie ich das gerade eben probiert habe. Das muss doch so gehen. Ne. Ach, ich verklicke mich immer. Plattform. Stairs. Wooden Path. Custom Foundation. Ah, damit geht es. Okay. Dann müsste ich doch theoretisch einfach nur hier mal anfangen. So.
Will mir so ein Teil bauen und dann obendrauf ein Haus. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich dann da hochkommen soll und so. Aber wir probieren es einfach. Schön groß. Und 144 Holz, das geht. Das geht, ist machbar. Dann bauen wir los. Das wird ein schönes Häusle. Wobei, wie gesagt, ich habe immer noch keinen Plan, wie ich da hochkommen soll. Waren es jetzt nur drei? Okay. Muss doch mehr gehen, nicht? Naja, okay. Dann halt nicht. Da der Baumeister. Le Blob, der Baumeister. Ja gut, hör auf zu schwingen mit deiner Axt hier. Ist so gut. So. Haben wir noch irgendwo Bäume, die wir nicht brauchen hier außen rum? Aber den hier. Ich glaube, die Bäume wachsen hier auch nach, ne? Also es kann echt sein, dass die nachwachsen. Gucken wir mal. So. Aber noch ein Baum. Nehmen wir den hier. Ach, sind ja nur noch 97 Holz. Ich weiß nicht, ob ich das nicht off-camera machen soll. Oh nein. Dieses Ding einfach mal auf meine Falle draufgefallen. Blödes Teil. Lebt die Falle noch? Kann ich, muss die reparieren oder so? Nee, muss ich nicht. Das ist gut. Ich habe hier noch irgendwo eine Bank, oder? Zum Hinsetzen? Ich glaube, ich habe irgendwo eine Bank. Kann ich mich gleich mal ausruhen. Ey, damit. So. Irgendwo habe ich mir eine Bank hingestellt. Ich habe mir doch eine Bank hingestellt irgendwo hin, nicht? Aber wo? Wäre mal gut zu wissen. Weiß ich gar nicht. War sie nicht irgendwo hier? Ich hatte doch eine Bank. Also ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich mir eine Bank gebaut habe. Ich glaube, das ist mit dem Patch weggegangen. Kann sehr gut sein. Naja, macht ja nichts. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier raus. Holz mal irgendeinen Baum ab.
Ja, also ich finde es schon gefährlich hier hinter dem Zaun. Vor allem, weil ich schon seit einer Weile nicht mehr gezockt habe, mal wieder. Kommt es mir immer gruseliger vor. Also ich gehe mal eine Runde essen, dann haben wir wieder Gesundheit. Also nicht Gesundheit, sondern, ne? Ja, die Regenwahrscheinlichkeit ist jetzt runtergesetzt worden. Und ich weiß nicht, ob ich mich drüber freuen soll, weil jetzt werden die Teile da drüben nicht voll. Also unsere Behälter. Und dann haben wir kein Wasser. Das ist echt ein bisschen blöd. So, hängen wir mal wieder zum Trocknen auf hier. Zack. Und das auch. Was cool wäre, wenn man die mitnehmen könnte. So für unterwegs. Das wäre halt ziemlich geil. Kann ich nicht irgendwo was pflanzen noch? Geht das nicht? Da. Okay, super. Ja, Kaninchen, vermehrt euch. So, kann ich die Axt noch upgraden? Ja, kann ich. Ich habe schon Federn drin. Nee, ich kann nicht mehr upgraden. Die ist doch schon komplett abgegradet. Naja, macht ja nichts. Also wenn ich mitten im Berg anfange zu sprinten, funktioniert es nicht. Wenn ich vor dem Berg gesprintet habe oder gesprintet bin, kann ich weiterhin sprinten, 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 sprinten. Das geht. Ach, wunderbar, ist die richtige Richtung sogar. Perfekt. Sag mal, warum geben so riesen Baumstämme eigentlich nur drei Holz oder so? Das ist doch voll dumm. Oh. Oh, war das knapp gerade? Das war sehr knapp. Nehmen wir den Bogen. Okay. Dann nehmen wir wieder die Axt. Oh, was ist denn los? Irgendwie ist es ein bisschen buggy gerade. Komisches Ding. Ich zerhäcksel mal den hier ein bisschen. Da war doch noch einer, nicht? Der ist abgehauen, der hat ein bisschen Angst gekriegt. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man die nicht zerhäckselt, stehen die irgendwann wieder auf. Und das ist sehr ungünstig. Das ist genau das, was ich nicht will. Oh, da rollt ein Kopf. Auch nicht schlecht. Naja, einfach mal weitermachen. Gucken wir mal, was passiert.
Er ist gut. So, und es wird schon wieder dunkel. Ja, es wird schon wieder dunkel. Ja gut, dann muss ich das Video wohl beenden an dieser Stelle. Ich glaube, ich baue mal off-camera ein bisschen weiter. Und denke, es wird nichts großartig passieren. Also außer jetzt vielleicht so ein, zwei Kannibalen. Und was wollte ich denn gerade sagen? Ich sollte aufhören zu rennen und zu reden. Irgendwie, ich weiß es nicht. Irgendwie ein bisschen verpeilt heute, nicht? Ja. Ja. Also, ich baue off-camera weiter und bevor ich das fertig gekriegt habe, oder kurz bevor ich das fertig gekriegt habe, oder nachdem ich es fertig habe, also so um den Dreh, fange ich dann wieder an aufzunehmen. Das dürfte nicht allzu lang dauern. Ich denke mal, in einer halben Stunde ist das Ding durch. Oder in 2 Stunden. Oder in einer Stunde. Je nachdem, wie oft ich angegriffen werde. Ja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch viel Spaß bis dahin mit dem Video und schreibt irgendwas dazu, keine Ahnung, vielleicht ob ihr eine Idee habt, wie ihr das bauen würdet oder was ihr für Ideen habt, was ihr für Verteidigungsanlagen da außen rum machen könnt. Ist hier dunkel, gruselig. Tschüss!